Was geht, Brosefs? Schnauze voll von den ganzen Feministinnen, die uns Weiberkram unterjubeln wollen, wie Dead or Alive Beachvolleyball. Als ob irgendjemand Frauenvolleyball schaut. Oder dieses peinliche Indiana Jones Spiel, bei dem sie die Hauptfigur gegen eine Frau ausgetauscht haben. Herrgott, sogar Duke Nukem wurde völlig ungefragt mit Frauen vollgestopft. Was soll das? Warum hassen uns diese Monochromosomen-Dinger so? Aber Schluss damit. Bevor wir eines Morgens alle ohne Penis aufwachen, braucht es Alternativen. Es braucht Spiele mit Bärten, mit Blut, mit heißen Karren und riesigen Knarren. Wir wollen Mantainment, so wie in James Bond. Und keine weichgespülten Vampire mehr, sondern richtige, wie die Typen aus Castlevania zum Beispiel. Das ist ein Kerl. Also, was ich damit sage, wir brauchen die Liste. Die Liste der männlichsten Spiele der Neuzeit. Und Gott, ich werde sie uns geben. Ja, da bin ich ein bisschen emotional geworden, aber als führende Fachpublikation für maskuline Freizeitgestaltung benutzen wir dafür natürlich keine Rollenklischees. Na, wo sind wir denn hier? Nein, wir machen das Ganze wissenschaftlich und wenn ich wissenschaftlich sage, dann meine ich Wikipedia. So, aha, da haben wir es ja, Männlichkeit im westlichen Kulturraum, liest sich schön wissenschaftlich und kulturraumig. Also, die Merkmale sind Kraft. Markant und eckig sein, rohe Sinnlichkeit, Mut, Risikobereitschaft und Abenteuerlust, Aggression bis hin zur Gewaltbereitschaft, Führungsanspruch und Dominanz, Selbstbeherrschung und Coolness, technische und organisatorische Fähigkeiten und Rationalität und abstraktes Denken. Roger that, Wikipedia. Los geht's, hier sind die 10 männlichsten Spiele aller Zeiten. Moment, nein, es sind nur 9. Kriterium Nummer 1, Kraft. Streng genommen müssten wir in dieser Kategorie ja eigentlich THQs gescheiterten UFC-Fitness-Trainer aus 2012 auszeichnen. Immerhin kombiniert der Kampfsport mit echten Liegestützen. Und da draußen rennen immer noch Lappen rum, die behaupten, Dark Souls hätte einen hohen Schwierigkeitsgrad. Aber nein, danke. Wenn wir beim Spielen schwitzen möchten, dann fahren wir mit unserem Gameboy im Reisebus nach Italien. Deswegen ist unser Gewinner in dieser Kategorie EA's Fight Night Serie. Hier stellvertretend durch den bislang letzten Teil Fight Night Champion dargestellt. Denn erstens ist Boxen natürlich sowieso der Inbegriff von männlichem Kraftgeprotze. Und zweitens sind die K.O.-Zeitlupen in diesem Spiel einfach nur ergreifend wie eine Symphonie aus Gewalt, Blut und umherfliegenden Sabberfäden. Und ja, UFC 2 macht das auch ganz ordentlich, aber ich wollte jetzt nicht zu sehr den MMA-Fanboy raushängen lassen. Es soll ja seriös und wissenschaftlich bleiben. Kategorie 2, markant und eckig sein. Und ja, unerwartet, aber machen wir uns nichts vor. Thomas Was Alone hat ein recht markantes Design und eckig, ich meine, eckiger wird's nicht. Außerdem ist das Spiel im Grunde ein Knastausbruch, nur eben aus einem Computerprogramm. Also sowas wie die Matrix, nur eben statt Keanu Reeves mit einem Geodreieck und wir alle wissen, dass das die bessere Idee gewesen wäre. The bullet is still inside. Bah. Und natürlich war das nur Spaß. Das wahrhaft eckig markanteste Spiel ist natürlich Broforce. Zwischen dem Kinn unserer Helden und dem Pixel-Look kann man sich gar nicht entscheiden, was eckig und markanter ist an diesem Spiel. Außerdem war es so männlich, dass Sebastian und mir beim letzten Mal reinspielen schon spontan Schnurrbärte gewachsen sind. Also bitte. Dieses Spiel ist so männlich! Ist das? So wundervoll. Amerikanische Flaggen, Gedärme, alles dabei, was man haben will. Ist das wie Steroide, nur auf Steam. Kategorie Nummer 3, rohe Sinnlichkeit. Ja, zu dem Thema sind auch mir zuerst die goldenen Haarsträhnen von Johannes Rohr eingefallen. Aber das war's nicht. Also habe ich daraufhin erstmal gegoogelt, aber das hat auch nicht geholfen. Aber bei der weiteren Recherche kam dann raus, dass es scheinbar um sowas hier geht, also irgendeine Art grobmotorischen Sexappeal. Kurz also halbnackte Typen, die männliche Dinge tun, da hab ich natürlich schon wieder sofort an MMA gedacht.
Aber letztlich ist das wohl mal wieder ein Preis, den Witcher 3 abgreifen muss. Immerhin steht Geralt gefühlt das halbe Spiel nackt rum, hat aber die männlichen Narbenmuster am Start, um sogar dann noch hart auszusehen, wenn er gerade im Mittelalter-Spa eine ordentliche Schaumpolitur gegönnt kriegt. Sauber. Mut, Risikobereitschaft und Abenteuerlusten. Zugegeben, was Risikobereitschaft angeht, schlägt nichts und niemand das Seemann-Kostüm von Chris Redfield aus Resident Evil Revelations. Das wäre schon dreh-risqué, wenn man nicht mit mutierter Biomasse im gleichen Pool planschen gehen würde. Beim Rest ist es dann aber nicht unbedingt die Nummer 1, denn... Das können wir kurz machen. Nathan Drake mag zwar aussehen wie das einzige Ex-Mitglied einer Boyband, das gerade kein Drogenproblem bekommen hat, aber wer allein in der Eröffnungssequenz seines zweiten Spiels schon halb verblutet einen zerbröselten Zug an einer Klippe hochklettert, der hat die Kategorie halt gewonnen. Zugegeben, er entscheidet sich am Ende für Dauernotfall Elena statt für Chloe, die zwischendrin sogar mal einen Lastwagen wegsprengt, aber ihr gewinnt ja nicht in der Intelligenzkategorie. Führungsanspruch und Dominanz, ja. In dieser Kategorie versuchen sich schon seit Jahren die Sniper-Elite-Spieler einen Sieg zu erschleichen. Bei weniger professionellen Redaktionen mag das auch drin sein, aber wir kennen den Unterschied zwischen Führungsanspruch und Führeranspruch. Mein Führer, wir beladen nun die Lastwagen. Tja, sorry. Davon abgesehen eine simple Kategorie, denn welches Spiel verkörpert den Anspruch auf Dominanz und die Führungsposition besser als das gute alte Quake 3? Hier übrigens ein paar Spielszenen, die ich bei irgendeiner Hobbyparty am Wochenende aufgenommen habe. Ja, meine Maus war kaputt und deswegen ist das Movement nicht so gut wie sonst, aber ich denke, zur Veranschaulichung sollte es jetzt... dann ist da noch mal eine fehlerhafte Texteinblendung im Video. Wie dem auch sei, praktisch jeder Quake-Teil könnte hier gewinnen und hey, die Spielreihe hat sogar den passenden Soundeffekt dafür, also... Dominating! Man kann nicht behaupten, dass es der Kategorie Aggression bis hin zur Gewaltbereitschaft an Konkurrenz mangelt. Ich meine, Videospielfiguren mit Agro-Problemen gibt's echt genug. Aber keiner ist so sauer wie Asura aus Asura's Wrath. This hell will finally end! Dem wird allerdings auch übel mitgespielt. Gottähnliche Wesen wollen seinen Planeten platt machen, dann werfen sie ihn in einen Vulkan und nach 500 Jahren kommt er auf jeden Fall irgendwie wieder raus und er ist sauer, wütend, böse mit großem B und fortan löst er jedes Problem mit einer großen Dosis Faust oder sogar Fäusten. Es gibt Zeitsprünge von Millionen von Jahren, er kloppt jemand quasi halb durch den Planeten und irgendwann zwischendrin verliert er ein paar Arme, aber egal, er lässt sich neue nachwachsen, sogar ein paar Fäuste auf Vorrat. Und überhaupt, vorher tötet er den Typen, der ihm die Arme abgeschlagen hat, mit dem Mund. Ja, und umgekehrt ist es ja auch nicht so schade, besiegten Gegnern nochmal zum Abschluss eine Brofist zu geben. Also, Gott, Asura ist einfach unser Mann, mal ehrlich. Show some mercy. I'm afraid that my condition has left me cold. To your pleas of mercy. Zur Kategorie Selbstbeherrschung und Coolness sind ein paar kleine Vorworte angebracht. Da wir hier wissenschaftlich vorgehen, betrachten wir selbstverständlich nicht Charaktere wie die eben gesehenen mit irgendwelchen Eisfähigkeiten. Tatsächlich geht es in dieser Kategorie um die wahre Coolness. Und wenn es um Spiele für richtige Coolness geht, gibt es nur eine erste Adresse im Ort. Die Hitman-Spielreihe. Und ja, auf den ersten Blick klingt es vielleicht gar nicht so cool, ein desillusioniertes Retortenbaby zu spielen, für den scheinbar jeden Tag Opernball angesagt ist, aber mal ehrlich, der Hitman ist immer cool, egal ob er seine eigene Beerdigung crasht. Oder gegen die Resident Evil-Version von Danny Trejo kämpft. Oder ob er, Menschen in bekloppten Kostümen stranguliert. Naja, das ist jetzt ehrlich gesagt gar nicht so cool, aber dumm geboren, kahl geschoren, sagt man ja auch. Ja, aber wurscht, die meiste Zeit zumindest ist er ziemlich cool und beherrscht sogar die Kunst des unbeeindruckt von einer Katastrophe weglaufens. Schaut euch das an. Ja, cool. Cooler? Richtig cool.
Kategorie technische und organisatorische Fähigkeiten, meine Damen und Herren, dass Strategienerds viel herbmännlicher sind, als man gemeinhin glaubt, musste ich selbst vor gar nicht so langer Zeit sogar schon persönlich feststellen. Peschke! Weber, bist du hier, um ein neues Mauspad zu bewundern? Aber bevor wir hier StarCraft als männlich vorstellen, vergeht auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Denn das ranzige StarCraft sieht kein Land gegen die durchmaschinierte Männlichkeit von Factorio. Die Kombination aus Fischertechnik, Modelleisenbahn und Flowchart ist so männlich wie norddeutsches Bier und bringt wirklich jeden Bürohengst zum Vieren. Ich meine, schauen Sie sich das mal an. Alter, es ist, als hätte ein U-Bahn-Fahrplan Sex mit einem Bitmap Brothers Spiel gehabt. Jetzt aber schnell weg hier, bevor wir vor lauter Männlichkeit noch einen zweiten Stimmbruch erleiden. Let's look at a real world example. Und damit kommen wir auch schon zur letzten Kategorie, Rationalität und abstraktes Denken. Und die sorgt vielleicht für ein bisschen Verwirrung, denn, naja, natürlich ist Portal das perfekte Spiel für abstraktes Denken. Auch was rationales und emotionsloses Handeln angeht, ist es 1A, siehe hier. You used and iced your faithful companion cube more quickly than any test subject on record. Congratulations. Aber da gibt es eine kleine Formalität zu klären. Kann ein Spiel, in dem man eine Frau spielt, zu den männlichsten Spielen überhaupt gehören? Geht das? Ist das legal? Und nach ausführlicher Prüfung des Sachverhalts sind wir zu der Einschätzung gelangt, selbstverständlich nein. Aber weil Portal aus der Ego-Perspektive gespielt wird, kann man sich einfach vorstellen, man würde mit einem kernigen Typen spielen. Also sowas Richtiges, eine richtige Kante, der wöchentlich sein Brusthaar-Shampoo nachkaufen muss. Das wiederum erfordert dann noch abstrakteres Denken. Und schon ist Portal im Grunde genommen das männlichste Spiel aller Zeiten. Now you're thinking with portals.